Mein Name ist Frau Lützow und ich stehe hier vor dem Klassenraum der Klasse 5b. Genau vor einem Jahr hatten auch die Schüler meiner Klasse eine große Entscheidung zu treffen. Wo möchte ich die nächsten 6 Jahre weiterlernen? Das ist eine große Entscheidung und das ist auch mit viel Aufregung verbunden. Und jetzt wollen wir einmal schauen, was Lina, Jano, Tim und Annika dazu sagen. An diese aufregende Zeit erinnert sich Tim besonders gut. Also ich war beim ersten Schultag sehr aufgeregt. Ich hatte Angst vor den Lehrern, aber das habe ich eigentlich gar nicht gebraucht, weil die Lehrer sind super lieb und nett. Ihr startet mit einer Einführungswoche, die dazu da ist, einmal eure Mitschüler kennenzulernen, aber natürlich auch euch mit eurem Klassenlehrer anzufreunden und auch schon mal einige Fachlehrer kennenzulernen. Besonders Annika erinnert sich an ihre Einführungswoche. An meinem ersten Schultag hatte ich tausende Gedanken, wie werden die Schüler sein? Aber meine größte Sorge war, dass die Lehrer blöd sind. Aber das ist es im Gegenteil. Alle Lehrer sind nett, freundlich und hilfsbereit. Im Unterricht wird nicht nur gelernt, sondern auch sehr viel Spaß. Vor allem in den Pausen kann man am Klettergerüst klettern oder am Fußballkasten Fußball spielen. Aber am besten gefällt mir die Bücherei. Ihr lernt auch oder müsst es auch lernen, dass jetzt eine Unterrichtsstunde nicht nur 45 Minuten, sondern 80 Minuten hat. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, dass es bei uns nachmittags nicht langweilig wird. Denn wir haben Nachmittagsangebote, wo ihr euch sportlich betätigen könnt oder auch natürlich künstlerisch. Aber was auch ganz wichtig ist, ist natürlich auch die Schulordnung. Und in einer Schule sollte man auch wissen, wo ist was? Und Jano, der hat damit besondere Erfahrungen gemacht. Boah, war die Schule groß. In der ersten Einführungswoche hatten wir den Bioraum, den Kunstraum, den TG-Raum, den Physikraum, den Chemieraum, das Sekretariat, die Pausenhalle und die Mensa zum Essen kennengelernt und noch vieles mehr. Auch einen Schulplaner bekommt ihr von uns mit auf den Weg, um euch ein bisschen besser bei uns orientieren zu können. Ganz besonders gut hat Lina der Schulplaner gefallen. Als sie in die Schule kam, hat jeder von uns so einen tollen Schulplaner bekommen. Man kann ihn von außen gestalten, wie man will. Aber man kann dort nicht nur seine Hausaufgaben und Notizen reinschreiben, sondern es gibt auch einen Stundenplan, wo man seine Fächer eintragen kann. Weil ihr bestimmt neue Freunde kennenlernen werdet, gibt es ein Adressbuch, wo ihr die Adresse und die Telefonnummer von euren Freunden reinschreiben könnt. Außerdem gibt es ganz hinten im Schulplaner noch kurze Informationen zu den Fächern Mathe, Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Aber es gibt natürlich noch vieles mehr. Wir haben die erste Woche auch dazu genutzt, um, da wir sehr, sehr viele neue Kinder waren und ich viele neue Gesichter gesehen habe, unsere gemeinsamen Regeln festzulegen. Wie wollen wir miteinander umgehen? Wir wollen höflich miteinander sein, wir wollen niemals jemanden hängen lassen und wir wollen auch andere Meinungen akzeptieren und tolerieren. Und das war für uns wichtig. Für uns war aber auch genauso wichtig, dass wir ganz viel Spaß im Unterricht haben und ganz, ganz viel miteinander lachen werden. Wir freuen uns auf euch.